Königin Maxima, Ehemann König Willem Alexander und ihre älteste Tochter Prinzessin Amalia haben den kalten Winter in Europa hinter sich gelassen und sind zur Staatsreise in die Karibik angetreten. Auf der niederländischen Karibikinsel Aruba scheint sich die Royal Family an Tag 4 ihrer Reise schon richtig wohl zu fühlen. Königin Maxima läuft bei der Begrüßungszeremonie auf dem Wilhelmina-Platz zu modischen Höchstformen auf. Ihr roter Ton-in-Ton-Look aus einem eleganten Kleid mit raffinierter Schleppe und gleichfarbigem XXL-Hut ist ein echter Hingucker und leuchtet schon von Weitem. An der Seite ihres Mannes und ihrer Tochter strahlt die Königin übers ganze Gesicht, als sie mit den Einheimischen auf Tuchfühlung geht. Während Maxima in ihrem roten Kleid ganz klar der Blickfang des Tages ist, hält es Tochter Amalia mit ihrem Look deutlich schlichter. Die 19-Jährige trägt einen weiß gestreiften Hosenanzug von Max Mara, dazu weiße Sneaker. Während der Zeremonie guckt sie sich bei ihren Eltern ab, wie man sich bei einem Staatsbesuch verhält. Schließlich ist es das erste Mal, dass Amalia das Protokoll eines solchen Besuches kennenlernt. Die Arubaner machen es der Prinzessin leicht und empfangen sie ebenso begeistert wie ihre Eltern. Mit Maxima hat Amalia schließlich auch ein gutes Vorbild, sowohl modisch als auch in Verhaltensfragen. Ein Detail hat sich die Tochter schon von ihrer Mama abgeguckt. Die XXL-Sonnenbrille, die beide Niederländerinnen tragen und auch dann nicht abnehmen, als sie im Anschluss vor dem Parlament von Aruba auf Hunderte von Schulkindern treffen. Ein Anlass, für den sich Maxima sogar umgezogen hat. Statt rot trägt die Argentinierin nun knalliges Orange. Amalia bleibt bei ihrem Lässig-Look. Nur die Sonnenbrillen werden getauscht gegen 3D-Brillen, mit denen sich die drei Royals einen Kurzfilm zur Inselgeschichte Arubas ansehen, bevor sie sich zurück ins Getümmel stürzen.